Behandlung nur gegen Barzahlung. Mindestalter 18 Jahre. Gesicht, Hände werden nicht tätowiert. Haftungen jeglicher Art werden abgelehnt. Die Tafel hängt im ersten Tätowierstudio der Schweiz in einem Hinterstübli vom Restaurant Sonne Zrinek. Der Tattoo-Dischi alias Dietmar Gehr ist schon lange im Tätowiergeschäft. Seine Kunden sind junge Leute zwischen 18 und 25 Jahren. Laut einer Studie von Professor W. Schönfeld von der Universität Hautklinik Heidelberg sind die Tätowierfreudigen meistens Bursten aus beruflich und sozial schwachen Verhältnissen. Er unterscheidet zwischen zwei verschiedenen Tätowierungsträgern. Der eine hat exhibitionistische Züge und starrt auf seine Hautbildchen. Der andere braucht, um den starken Mann zu markieren. Wir haben die Mitglieder vom Tattoo-Club Rinec nach ihrem Motiv gefragt. Für mich ist es wie ein Hobby. Es ist mein anderer, was ich mache. Mir gefällt das, oder? Die Bilder, die wir hier machen. Und sonst einfach alles drum und dran. Ja, ich finde es auch schön, wenn ein tätowiert ist. Mir gefällt es einfach verrückt gut. Ja, ich kann auch den Plausch und tätowieren, oder? Da sieht nicht jeder gleich aus. Ja, und ich habe also die einen Schmuck und ich habe Tätowierungen. Meine Mann und ich erleben fürs Tätowieren. Oder da ist mal etwas anderes, wenn man tätowiert ist. Ich finde es schön. Im Jahr 1796 hat der Seefahrer James Cook die Kumpf von reich tätowierten Südseeinsulanen nach Europa gebracht. Durch den Reisebericht ist ein richtiger Tätowierungsboom unter den europäischen Seeleuten und Soldaten ausgebrochen. Leider hat die Tätowierfreudigkeit auch schlimme Nebenwirkungen gehabt. Ansteckende Krankheiten, vor allem Syphilis, haben sich wegen mangelnder Hygiene schlagartig ausbreitet. Punkto Hygiene ist der Tattoo-Dischi auf dem neuesten Stand. Sein Tätowierungssystem haben die Ärzte vom Redhill-Spital von Glasgow überprüft und gut geheissen. Die Stelle, wo die Tätowierung draufkommt, wird zuerst rasiert und desinfiziert. Mit einer dreinadligen Tätowierpistole wird das ausgesuchte Sujet nachgezogen. Der Vorgang ist recht schmerzhaft, denn die Nadeln gehen bis zu 3 mm tief unter die Haut. Nach dem Umranden wird die Tätowierung schattiert. Mit einem 12-nadligen Gerät wird der Kumpf bis zu 30 Mal pro Sekunde gestochen. Eine Sitzung geht etwa eine halbe Stunde. Das lange gerade für ein kleines Bildchen. An einer Grosstätowierung schafft der Tattoo-Dischi bis zu einem Jahr. Zum Ausfüllen der Tätowierung stehen am Kumm 10 verschiedene Farben zur Verfügung. Ein 12-nadeliges Perforiergerät bringt die Farbe unter die Haut. Dort findet eine chemische Reaktion statt. Der Farbstoff wird in die nächstgelegenen Lymphknoten transportiert, wo er dann für immer bleibt. Durch die Tätowierung entsteht in der betroffenen Hautpartie eine Entzündung, die nach ein paar Tagen in Schorf übergeht. Erst wenn der Schorf ausgeheilt ist, kann die Tätowierung vorgesetzt werden, was meistens nach ca. 2 Wochen der Fall ist. Trotz dieser langwierigen und schmerzhaften Prozedur kann der Tattoo-Dischi über mangelnde Kundschaft nicht klagen. Tätowieren ist wieder einmal in.